Hallöchen, meine lieben Freunde, wir schauen mal rein hier in Ultimate Zombie Defense. Töte alle Zombies, um zu überleben. Okay, was haben wir denn hier überhaupt? Perk, Machine, kaufen Sie Festung für 3000. Was? Okay. Oh. Holzbarrikade reparieren. E gedrückt halten. Alles klar. Ich glaube, ich muss mal die DPI hier so ein bisschen. So. Kostet auch Geld, aber reparieren. Wo kommst du denn her? Drücken Sie P für Upgrade. Drücken P. Gebäude, was? Gebäude werden Ihrer Verteidigung. Ich glaube, mit der Übersetzung, das haut noch nicht so hin. Drücken Sie Eingabe, Nummern, was? Helfen? Es überlappt sich ein bisschen der Text. Eingabe, um bereits zu stellen. Kaufen Sie neue Waffe. Aha. Wo kaufe ich denn eine neue Waffe? Erstmal gucken hier, was haben wir denn hier? Munitionskiste. Okay. Okay, Waffe kaufen. Kaufen Sie KMP45 für 1000. Oh, ich habe genau 1000. Ich wollte erstmal die Pistole noch. Was ist das? Perkmaschinen, kaufen Sie Festung für 3000. Okay. Und das reparieren. So, oben rechts sehen wir die Sekunden, bis die nächste Welle kommt. Okay. Ich glaube, hier können wir nicht durch. Ne? Barriere. Geöffnet für 1000. Drücken Sie. Aha, Upgrade. Aha, Upgrade. Verteidigung anzu. B. Verteidigung. Ah. Jetzt habe ich bloß nicht mehr so viel Zeit, ne? Stacheldraht, Flutlicht. Aha, aha. Hier ist einiges. Landminen, Spikes. Spikes würde ich jetzt mal auf die Schnelle. Ich würde einfach nur Spike vom Fahrstuhl platzieren. So, und würde die hier vom Fenster. Okay, Zeit ist abgelaufen, geht nicht mehr. Okay, auf Zeit kann man dann halt. Man hat halt eine Weile, wo man halt dann bauen kann. Es ist halt nur die Frage, von wo kommen sie? Bisschen Munition haben wir noch. Da. Übrigens habe ich Medium eingestellt. Es gibt noch Hard und. Ich glaube, noch eine Stufe höher. Und wir bekommen auch Geld fürs Töten der Zombies. Okay, hier ist auch noch eine Öffnung. Okay, alles klar. Oh, wo kommt er denn her? Vom Flur oder kommen sie her? Mach mal nicht hier alles wieder kaputt. Ich habe es gerade repariert. Das kostet ja auch wieder ein bisschen Geld. Ich spiele spiel übrigens ein Solo. Solo-Player. Solo-Modus. Es gibt es auch Koop, aber das wollte ich mir jetzt nicht so erstmal gönnen, den Koop, sondern nur erstmal nur reinzukommen, anzuschauen. Einfach allgemein das Spiel anzuschauen. Solo-Spieler-Modus. Ach so, ich könnte jetzt. Aha, okay. Wir haben 1000. Ich könnte jetzt eine Waffe kaufen für 1000. Das ist aber noch easy. Also noch ist es easy. Ich glaube, hier kommen sie nicht durch. Können wir es auch reparieren? Das wurde ja schon ein bisschen angeschlagen hier, ne? Bin ich jetzt mal gespannt. So, dann würde ich einfach hier Tankwalle, nee, einfach einen Spike würde ich jetzt hier nochmal platzieren. Da so. Weil die müssen ja dann da durch. So, und hier hinten auch.
Und hier kommen sie ja auch durch. Da nicht. Könnte auch noch eine zweite Spike, könnte ich. Es geht jetzt nicht, weil ich da stehe, oder was? Ich denke mal, das reicht. Da werden sie, glaube ich, nicht rumkommen. Es könnte sein von dem Flur da hinten, von da. Deswegen mache ich da nochmal zwei. Was haben wir denn noch hier? Sandsäcke hätten wir auch noch da. Könnte ich ja auch noch platzieren hier. Sandsack. Einfach da. Jetzt geht's nicht mehr. Mach's da und da geht's auch gerade noch. Okay, das reicht. Geht eh jetzt gleich weiter, genau. So. Die Wellen, ich denke mal, die werden ein bisschen mit der Zeit heftiger. Es ist immer mehr werden. Nicht das. Ich habe den Fahrstuhl vergessen. Es kann natürlich sein, dass da auch welche mal kommen. Ja. Habe ich ganz vergessen. Okay. So, da kommt. Ja. Und schon ein paar mehr, ne? Oh, da kannst du rüberspringen, aber hier kannst du nicht rüberspringen. Das ist ja lustig. Das ist echt lustig. Okay. Jetzt würde ich mir aber schon mal glatt eine neue Waffe holen hier. Nimm sie mit, eh. Sehr schön. Wunderbar, wunderbar. Das hat ja auch schön geklappt, ne? Da muss ich denn was platzieren? Das habe ich ja jetzt gar nicht gemacht. So, würde ich denn da einmal. Zack. Und dann würde ich da auch einen Sandsack. Und hier würde ich denn jetzt auch einen Sandsack. Okay. Da hinten war vorhin ging keiner. Dann würde ich da. So. Das sieht eigentlich gut aus. Man könnte ja. Ich weiß nicht, durch die vierte Welle. Was ist die vierte Welle? Was haben wir denn noch? Militärisches Tor haben wir. Sprengstoffpass. Versteckter Maschendrahtzaun. Holzspitzen. Betonbarriere, elektrisches Netz, okay, Laserzaun, montiertes schweres Maschinengewehr, Teleport, was? Teleport, Aktionstor, Posten, eine Waffe, die automatisch auf Ziele zielt und Abfeuer und Sensoren erkannt werden, Tesla-Turm, Munitionskiste, okay, Munitionskiste. So, Flutlicht. Stacheldraht hätten wir hier noch. Können wir das irgendwie davor? Nee. Bin ich da? Okay, haben wir nochmal Stacheldraht platziert. Bin gespannt. Wie wird die Welle jetzt sein? Die Welle. Okay. Nicht, dass ich da noch einen auf den Stacheldraht. Komm halt nicht ran zum Reparieren, das ist halt ein Nachteil, ne? Das ist denn der Nachteil.
Okay. Okay, es wird immer ein bisschen. Ich komme da nicht ran, ne? Zum. Doch. Bergmaschine, kaufen Sie Festung. Was passiert denn da, wenn ich da... Keine Ahnung. So, Laserzaun. Stacheldraht. Da können wir nichts, okay. Können wir den da platzieren? Nein. Können aber hier. Ach, das können wir da nicht. Können wir den aber da drüber. So. Da müssen wir ja eh nicht hin. Ach, guck mal, das Ding ist schon rot. Okay, hier können wir das nicht. Ist anscheinend zu lang. Den Stacheldraht da nochmal platzieren. Die kriegen ja Schaden. Wie viel haben wir denn? Stacheldraht kostet ja nicht so viel. Da müssen wir ja noch ran wegen Munition. Sonst laufen wir selber durch den Stacheldraht. Ist vielleicht nicht so praktisch. Okay. Sie auf besondere Zombies, diese da. Okay. Zombies. Okay, das war schon die Welle. Okay, die Porten also auch. Okay. Mhm. Bin gespannt, was noch so passiert. Die sind ja auch nice, die Dinger hier, ne? Ich weiß nicht, ob die links da vorbeikommen. Ich würde einfach... Die würde ich da platzieren. Das geht nicht, okay. Na, haut nicht hin oder was? Ach, hier nimmt er denn. Da verbindet er direkt den. Okay. Hier passt es wieder nicht. Könnte. Nee. Ich könnte ihn so da platzieren, aber. Geht halt nicht. So, gleich geht's weiter. Gucken wir mal.
das ist auch schon ein stärkerer Zombie. Wenn das da so laut. Okay, okay, okay. Sieht man irgendwo, wie viele da noch kommen? Wäre schön, so eine Anzeige zu haben. Und zu sehen, wie viele da noch kommen. Einer kommt da noch angelungert da. Das war der letzte anscheinend, okay. So, ich habe es natürlich jetzt, dass ich da hinten nicht rankomme, um eine andere Waffe zu kaufen. Könnte ich vielleicht noch eine andere Waffe kaufen? Komme ich da nicht hin, ne? Ich könnte das vielleicht, ich könnte das wegnehmen, glaube ich. Naja, die Waffe ist noch in Ordnung. Okay, könnte man noch irgendwas bauen? Was hat was, Tankfalle. Ein riesiges Stück gefertiges Metall, das zum Abhalten größerer Dinge verwendet. Ja, so. Könnte man ja auch noch. Einfach hier so. Zack. 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 Oh, da müssen wir noch zwischenkommen. Da geht's nicht mehr. Nee. Betonbarriere. Oh, das ist eine kleine Betonbarriere. Würde ich da nicht machen wollen. Da, da. Da geht's. Da. Okay. Da wollen wir immer noch mal hin, ne? Da könnten wir was hinmachen. Da geht das. Hier schräg vielleicht. Das geht, okay. Ja, schauen wir mal. Wir könnten gleich mal das mit einem Upgrade ausprobieren, wenn wir diese Welle überleben sollten. Mit dem Teil da. Machen wir einfach mal zum Testen. Okay, okay, okay. Bist du der letzte Kollege? Ne, kommt noch was. So, ich würde jetzt mal ein Upgrade machen hier. Okay. Die... Haben die sich ein bisschen verändert hier? Jetzt stabiler oder? Die sind auch höher hier, ne? Was kostet das als nächstes? 3000? Ich mach's nochmal hier.
Kann ich das nochmal? Gerne, bitte. Geht nicht. Ich würde gerne nochmal. Ich habe noch ein bisschen Kohlen. Ein bisschen Kohle. Okay, das ist rot. Können auch nichts austauschen oder so, ne? Wir können auch reparieren sie alle ihre Artikels. Aha, reparieren, verkaufen. Alle. Okay, habe ich nicht gesehen da oben. Jetzt haben wir es repariert. Das ist ja nicht schlecht. Man kann ja auch skillen. Skillen geht auch. So, warum wäre das jetzt hier blau angebracht? Weil wir das jetzt bauen können. Das konnten wir vorher, glaube ich, nicht. Bemannen Sie dieses leistungsstarke Waffen und. Verwüsten Sie alles in Sichtweite. Montiertes schweres. Ah, bemannen. Ja, bemannen. Was geht nicht? Da brauchen wir. Ist eh gleich vorbei. Wir haben keine Zeit mehr. Schade, schade, schade. Das ist die Welle Nummer 8 oder was? Anscheinend ja. Oh, 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 oh. Ich glaube, hier ist ein Schwachpunkt. Ja, ist klar. What is this? Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Rücken Sie an der Munitionskiste. Kann ich jetzt upgraden? Nein. Okay, okay, okay. Das war schon sehr knapp. Das ist jetzt offen hier. Das ist offen. So. Stacheldraht ist, glaube ich, jetzt gar nicht mehr so effektiv, glaube ich. Passt da? Der würde nicht passen, glaube ich, ne? Wo habe ich den denn? Da. Wo passt der denn hier nicht rein? Das ist blöd. Doch, so würde er passen. Da passt er nicht rein. Sandsack würde da vielleicht noch. Okay, das würde ich. Da würde ich einen Sandsack. Dann mache ich noch einen Sandsack. Da auch noch. Das war nämlich gerade schon sehr. Ah, wir haben noch hier. Da die Teile. Wave incoming.
Was? Munition? Knapp, ne? Okay. Höllenherausforderung verfügbar. Nehmen Sie die Herausforderung an. Drücken Sie F1 um mit Ja an. Drücken Sie F2 um den. Um Nein zu nehmen. Dann würde ich sagen. Ach, die Welle 10 würde ich gerne eigentlich auch nochmal. Höllenherausforderung. Haben wir noch Zeit? Nee, haben wir nicht. Wir gucken nochmal kurz in die Hölle rein. Das Prinzip habt ihr ja gesehen, wie man das, was man machen muss, verteidigen muss und so. Dann gehen wir nochmal kurz in die Hölle rein. F1, ne? Okay. Das Höllentor verschwindet. Was auch immer denn passiert. Ich dachte, ich muss jetzt irgendwie durchs Tor oder... Keine Ahnung. Wir gucken einfach. So, machen wir reparieren. Das hast du repariert. Wundervoll. Dann platzieren noch mal da ein bisschen... Einfach ein paar Wände. Dass da keiner reinkommt. Passt da noch was hin? Nee, da passt aber noch was hin. Da. Bis jetzt hat es ja wunderbar geklappt. Da würde ich einfach so und dann nochmal so. So, so, so. Okay, ah, ich komme wegen der Munition, ne? Da war ja was. Hier würde ich aber noch. Ne, geht nicht. Kriege ich noch irgendwie schnell einen Teil verbaut? Nee. Okay. Hier springen sie immer irgendwie rüber, ne? Hier, und dann sind sie direkt... Okay. 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 Okay, warum nicht? Töte den Boss. Ist klar. Ist klar. Schaffe ich nicht. Warum blinkt das hier so? Muss ich das kaputt machen hier? Nee. Hat mich schon wieder erwischt. Okay, das wird nichts. Weil ich alleine bin eventuell. Vielleicht muss ich auch hier die... Ich muss irgendwas machen. Ich muss irgendwas machen. Jetzt ist er, glaube ich, safe. Zum Teil haben die auch rot geblinkt hier, ne? Das hat bestimmt irgendwas auf sich. Muss bestimmt irgendwas machen, dass ich da in Reihenfolge halt. Für den Boss, ja, ist klar. Der nimmt ja so gut wie gar keinen Schaden. Ne? Ah! Er muss sozusagen gegen die Säule laufen. Naja, war ja klar. Bin auch ein Solo, oder? Mit mehreren Leuten oder so. Spiel vorbei, du hast 9 Runden überlebt. Okay, das ist ein bisschen sehr laut.
Ja, gibt noch sozusagen ein Ranking-System. Ich bin auf 187. Ja, nicht schlecht. So, ich denke mal, für den ersten Eindruck, so soll es gereicht haben, wie das Spiel Ultimate Zombie Defense. Ja. Lass ich mal so stehen. Schaut mal wieder rein, wenn es weitergeht bei mir auf dem Kanal. Es ist jetzt halt so, ich denke mal so ein Spielchen für zwischendurch, aber nicht was auf lange, längere Art ein fesseln wird. Und natürlich kann man das, wie ich das gerade im Solo gespielt habe, auch Koop spielen. Und mal gucken, vielleicht machen wir auch nochmal eine Koop-Folge. Ich weiß es noch nicht. Danke auf jeden Fall fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.